So, wir haben hier den Albert, dem geht's wieder gut. Sag dem Tobias mal, was du... Wer ist da? Tobias Große Brockhoff. Der hat dir viel geholfen. Sag mal Dankeschön. Tobias Brockhoff, ich habe sie gar nicht vor Augen. Aber ich bin sicher, wenn wir uns wiedersehen, dass ich sie sofort erkenne. Denn ich kann mich so ganz schamenhaft noch daran erinnern, als sie in der Gruppe saßen. Ich freue mich, dass sie bereit sind, für mich die Hand ins Feuer zu legen. Und ich bin echt froh, dass ich jemanden gefunden habe, der das für mich tut. Denn ich bin mir ganz ehrlich gesagt nicht im Klaren darüber, was ich falsch gemacht oder was ich gegen das Gesetz vertan habe, dass man mich in ein Zimmer einsperrt wie, ja, muss man sagen, Knast. Und ich einmal pro Monat die Gelegenheit kriege, spazieren zu gehen. Das heißt, an der Frische zu sein. Ansonsten, vielleicht kann der Herr Möll mal kurz fotografieren. Da ist ein Spalt im Fenster. Rechts, ganz rechts. Ganz rechts ist ein Spalt im Fenster. Das ist meine monatliche Luftzufuhr. Ja, okay. Ich möchte nur mal wissen. Aber dir geht's wieder besser, ja? Mir geht's besser. Schon allein deshalb, dass ich hier zwei Gesichter sitzen habe, die sich für mich einsetzen und die irgendwie versuchen, was da schief gegangen ist. Das ist dein Neffe, Stefan. Geworden ist, ja, Stefan Norman. Entschuldigung. Und Frank Möll, ein befreundeter Bildzüchter aus Neuss, der mit großem Erfolg da eine hervorragende Honigsorte züchten lässt. Und du willst auch weiter, dass ich berichte über dich, ne? Bitte? Du willst weiter, dass die Öffentlichkeit informiert wird. Ja, ich habe nichts zu verbergen. Ich habe mein Leben lang nichts gegen irgendein Gesetz getan. Und ich will es. Wer mich nicht als Schüler nicht mochte, habe ich eben Pech gehabt. Man kann es nicht anderen recht machen. Aber ich hoffe, es sind noch mehr da wie Sie, die bereit sind, sich für mich einzusetzen. Stefan, wir haben den 20. März jetzt, glaube ich, ne? Oder was? 21. März. Danke, Albert, alles Gute. Ja, danke schön auch. Und ich freue mich, wenn es dann wirklich dazu kommt, auf ein Wiedersehen mit Ihnen.